Ja, das macht richtig Spaß zu arbeiten mit dem Manley D2 Patriot. Und wenn dich interessiert, was dieses Messer kann, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossner vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, da ist es nun, dieses Manley Patriot in der D2-Ausführung. Ich habe es jetzt hier mit einem schwarzen G10-Griff, gibt es aber in Orange und auch mit einem tropischen Holzgriff. Und ich muss da echt sagen, ich habe ja das eine oder andere Messer im Besitz und auch schon das eine oder andere Messer in der Hand gehalten. Und dieses Messer hier ist, wenn es um Leichtigkeit geht, wenn man aber auch gut schnitzen will, wenn du was richtig Stabiles, aber trotz alledem was abarbeiten willst, dann bist du mit dem Messer hier absolut gut bedient. Es ist extrem scharf, es ist wirklich extrem scharf, geht durch das Holz wie Butter. Also es ist ein richtig schönes Schnitzmesser, mit dem du aber, weil es Full Tang hat, auch schwerere Arbeiten tun kannst. Also wenn du dir den Messerquerschnitt anschaust, wirst du gleich erkennen, also zum Batonieren, zum Spalten von Holz ist es natürlich möglich, aber es ist natürlich nicht so effektiv wie etwas, was wie ein Spaltkeil aufgeht. Das ist aber auch nicht die Idee des Messers. Das Messer ist sehr, sehr leicht, ist extrem kompakt, liegt gut in der Hand. Muss ich einfach einmal so festhalten, liegt sehr gut in der Hand. So, jetzt muss ich das runtermontieren bei mir, da unten nämlich im Unterstübchen sozusagen an meinem Gürtel, wird mit einer Kydex-Scheide ausgeliefert, mit einem Clip. Ich habe mir jetzt den Techlock drauf montiert, weil ich das dann insgesamt noch einmal ein bisschen praktischer finde. Ich montiere mir die Teile gerne zum Beispiel bei meinen Taschen hier vorne her, damit ich gleich Zugriff habe. Also das ist sehr, sehr gut gemacht und muss auch sagen, das ist ja Made in EU, kommt aus Bulgarien, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, auch wie gesagt sehr, sehr schön verarbeitet. Es gibt auch die Möglichkeit, das Teil hier umzuhängen und als Neckknife zu benutzen. Die Kydex-Scheide wird es aushalten. Du siehst, es ist hier eine kleine Ausnehmung gemacht, eine Vertiefung, die genau in dieses Loch hier reinpasst. Und hier hinten ist dann das zweite dazu gemacht. Sehr, sehr schön. Da geht der Klingenstahl durch, also im Griff, vielleicht um, ich weiß nicht, irgendwas aufzuschlagen. Es stört aber nicht. Es ist sehr, sehr nett verarbeitet. Klingenrücken scharf genug, um den Feuerstahl zu bedienen. Das geht alles top. Da gibt es überhaupt nichts zum Meckern. Was ich persönlich anders gemacht hätte, ich hätte mir hier diese Riffelung da gespart, aber das ist einfach, es stört aber auch nicht, denn es ist nicht so eine Riffelung, wo wenn du schnitzt, du die Daumenhaut oder da jetzt zum Beispiel beim Zeigefinger die Haut abscherst, weil es so scharf ist, sondern ist wirklich toll gemacht. Und ich mag das Messer extrem, wirklich, ich mag das Messer wirklich extrem, einfach aus dem Grund, weil es leicht ist, kompakt ist, du aber trotz alledem eine Klinge zur Verfügung hast, mit der du arbeiten kannst. Und ich denke, ist natürlich keine Rechtsberatung hier, aber auch, wenn du aus Deutschland kommst, ich glaube, dass das 42A-konform ist und das ist natürlich eine tolle Sache. Ich würde sagen, wir schnitzen noch ein bisschen was, oder? Ja, also all die klassischen Dinge, die man zum Beispiel braucht, wenn man eine Kerbe schnitzen mag, das ist alles überhaupt kein Problem, das geht alles. Alles top und ja, was soll ich sagen, wirklich, was schneidet einfach extrem gut rein, ist sehr, sehr scharf. D2-Stahl ist sowieso eine Stahlsorte, die ich persönlich sehr gern mag. Ich meine, Lieblingsstahlsorte ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber ja, ich mag sie halt schon sehr, sehr gerne, den D2-Stahl. Aber ich habe ohnehin nicht diese Stahlaffinität, da habe ich eh schon einmal ein Video dazu gemacht. Wenn dir das interessiert, gebe ich da den Link da oben. Also es funktioniert alles sehr, sehr, sehr gut und es kommt immer darauf an, was man tun will. Also das ist einfach. Das macht richtig schön, macht richtig Spaß, damit zu arbeiten, Kanten wegzunehmen, da eine Rundung reinzumachen. Also das ist wirklich, wow, das macht richtig Spaß. Also ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Ich habe das da jetzt schön abgerundet. Ja. Einfach wirklich ein tolles Messer. Oft will man ja auf die Schnelle irgendwas abhacken, umhacken, herhacken und da ist natürlich klar, da ist das Messer, da sind die Schwächen des Messers, einfach weil es so leicht ist,
da kriegt es einfach nicht den Zucker, wie man das bei anderen Messern kennt. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Das ist ganz einfach so. Es ist einfach ein tolles Schnitzmesser. Was aber nicht bedeutet, dass du auch nicht zum Beispiel hier Holz wegnehmen kannst. Das funktioniert natürlich, speziell wenn du hier jetzt auf diese Art und Weise reinbatonierst. Das geht natürlich ganz gut. Aber als wirkliches Haumesser taugt es natürlich nichts. Das Mähnli spielt ganz einfach die Stärken beim Schnitzen aus. Ich meine, du siehst es ja selbst, da geht wirklich, wirklich, wirklich was weg. Das macht richtig schön Spaß, damit zu arbeiten. Und da sehe ich auch das Einsatzgebiet. Ja, was ist nun mein Fazit? Du siehst, ich kann gar nicht aufhören, weil ich einfach so fasziniert davon bin. Also wenn du ein Messer suchst, das einerseits Stabilität hat, ein feststehendes Messer ist, mit dem du auch ein bisschen hacken kannst, wo du auch spalten kannst, ohne dass du Angst haben musst, wie bei einem Klappmesser, dass es dir zurückkommt, dann bist du damit richtig. Wenn du gleichzeitig etwas suchst, das leicht ist, also da wo du nicht gleich sagst, okay, ich habe da jetzt einen Prügel in der Hand, mit den Abstrichen, dass natürlich die Hackleistung nicht so toll ist, das ist ganz klar, aber dann bist du mit diesem Mähnli Patriot im D2 Stahl absolut auf der richtigen Spur. Ich gebe da unten den Link in meinen Shop, schau dir das an, kannst natürlich bei mir käuflich erwerben oder ich gebe auch den Amazon-Link, wenn dir das lieber ist, ist auch überhaupt kein Thema. Ich kann dir das Messer hundertprozentig empfehlen. Ich bin richtig, richtig begeistert von der Leistung des Teils und würde dir jetzt um einen Kommentar bitten. Hast du das Messer? Was hältst du davon? Erzähl uns ein bisschen was. Wo ist der Einsatzgebiet? Wie siehst du das? Tolle Sache. Daumen nach oben oder nach unten. Link zu den Produkten findest du unten. Abo, da geht's zum Rainer Rossmann Messerkanal. Aber andere Videos zum Anschauen. Hat mich wieder gefreut, dass du dabei warst. Und Mähnli rockt.